Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick bzw. Vanin und ich möchte euch heute etwas über Heroes erzählen. Ja, was ist Heroes überhaupt? Eigentlich ist Heroes ein Projekt gewesen, was wir im letzten Jahr gestartet haben mit einer Spendenaktion, was wir in die Richtung soziales Netzwerk für Gamer mit WoW Progress Integration, Bewerbungsintegration etc. aufziehen wollten. Wir haben das dann ein wenig vom Konzept her unterschätzt, zum einen, was es gekostet hätte, das Ganze so komplett, wie wir es geplant haben, zu Ende zu entwickeln, und zum anderen auch das Ganze wirklich an den Start zu bringen. Deswegen haben wir das so ein bisschen umgebaut und jetzt wird Heroes unser soziales Netzwerk quasi für alle Seiten, die mit dem Ganzen zu tun haben. Und außerdem auch der Name des Netzwerks, also das Heroes Netzwerk, wird der Name sein von Seiten wie Venium.eu da oder auch Arkship, Guild News, Get Gaming, Baron Buff und so weiter und so fort. All diese Seiten laufen dann unter dem Banner Heroes, ja, und ihr werdet euer Profil haben, ihr werdet auch all die Funktionen haben, die ihr vielleicht schon kennt, also mit, was ich gerade erwähnt habe, eine Seite für Gilden und so weiter und so fort. Das dauert nur noch etwas, denn wir müssen dafür einige technische Sachen reinbringen in die bestehenden Seiten und alles erstmal auf ein neues CMS umstellen und dann das Netzwerk an sich auch nochmal überarbeiten etc. Und da sind wir bei. Wir arbeiten da schon das ganze Jahr dran, also dieses ganze Jahr wird unser Programmierer da dran arbeiten, auch wahrscheinlich noch, der Grain ist da schon dran. Wir sind jetzt bald so weit, dass wir die ersten Seiten daran umziehen, wollten eigentlich auch schon vor 2 Monaten in den Beta-Test gehen, haben das Ganze jetzt nochmal delayed, aber die ganzen Spender übrigens von damals, falls ihr euch fragt, die sind natürlich beim Beta-Test dabei, wir haben euch schon auf der Liste und ihr kommt da mit rein. Was wir aber jetzt machen, ist, dass wir eure Accounts synchronisieren mit der neuen Heroes-Datenbank. Das bedeutet also, euren normalen Account, den ihr verwendet, um auf Venue zum Beispiel oder Arkship Kommentare zu schreiben, müsst ihr bald umwandeln in einen Heroes-Account. Das also heute am 2.7. noch nicht, aber morgen ab dem 3.7., wenn ihr dann Kommentare auf venion.eu oder den anderen Seiten schreiben wollt, müsst ihr euren Account vorher umwandeln. Das macht ihr ganz einfach auf dieser Seite, die ihr seht. Ihr kriegt da einen Link zu etc. Ist einfach heroes.de und geht hier auf Sync. Und gebt dann einfach hier euren VGaming-Netzwerk-Account-Namen ein und das dazugehörige Passwort. Geht dann einfach auf den Knopf Synchronisierung starten und der synchronisiert das Ganze dann um in einen Heroes-Account. Da könnt ihr euch dann hier wiederum einloggen und einige andere Sachen machen. Mit dazu kommt das sogenannte Super-Heroes. Dazu gibt es morgen am 3.7. nochmal ein extra Video und einen Livestream, wo wir euch dazu ein bisschen was erklären, was das Ganze überhaupt der Hintergrund ist und was es soll. Ja, ich hoffe, ich konnte da jetzt einige Fragen beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt zu Heroes an sich, zu dieser Umstellung dieser Accounts oder zu anderen Sachen, wie es in Zukunft aussehen wird, stellt sie einfach in den Comments dieses Videos. Danke, bis dahin, euer Venian.